Schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, zu unserer kleinen Hölderlin-Reihe anlässlich des... trotzdem, dass es an ist. Ah, vielleicht, weil es... weil es umhüllt ist. Alles klar. Gut, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer kleinen Hölderlin-Reihe anlässlich des 250. Geburtstages von Hölderlin. Wir hatten die Reihe eigentlich schon im März geplant und hatten auch schon angefangen, die ersten Filme zu zeigen und wurden dann durch Corona unterbrochen und haben uns jetzt eben entschlossen, die Reihe fortzusetzen, beziehungsweise wiederholen wir jetzt nochmal den einen oder anderen Film, der auch im März schon gelaufen ist. Und ich freue mich, das hat sozusagen was kleines Positives, dass wir eben, eigentlich hatten wir den einen Film von Herrn Bergmann schon im März gezeigt, aber wir haben eben jetzt nochmal die Gelegenheit, ihn auch persönlich hier zu haben. Und die beiden Filme, die wir heute Abend sehen, die sind nämlich auch gerade erst fertig geworden, die sind frisch digitalisiert. Und deswegen sehen wir jetzt eben die digitalen Versionen, die von der FFA, also von dem Filmerbe-Programm, finanziert worden sind anlässlich des Geburtstages und jetzt eben ganz frisch. Sonst wären die nämlich auf 16 mm gewesen, der erste zumindest und der zweite auf 35 mm, aber jetzt eben ganz, ganz frisch in neuem Look oder wie auch immer. Genau, ein paar Worte zu Harald Bergmann. Harald Bergmann hat in München Literatur und Philosophie studiert und hat danach dann Film in Hamburg und in Los Angeles an der CalArts, unter anderem bei James Benning, der sicherlich einigen hier auch im Begriff ist. Sein Werk, also er hat sich sehr viel mit Literatur beschäftigt, natürlich nicht in dem Sinne, dem normalen Sinne, dass es irgendwie Literaturverfilmungen sind, sondern er hat sich mit den Autoren und mit der Sprache vor allen Dingen beschäftigt. Außer jetzt der Hölderlin-Zyklus, der umfasst insgesamt vier Filme, ist von 1982 bis 92 bis 2003 entstanden. Es sind insgesamt vier Filme, drei davon Kinofilme, das andere war dann ein Fernsehdokumentarfilm. Und andere Werke von ihm, mit denen er auch bekannt geworden ist, ist Brinkmanns Zorn über Rolf-Dieter Brinkmann und über Nabokko Schmetterlingsflügel. Genau. Dann will ich, glaube ich, gar nicht so viel mehr sagen. Wir haben danach dann, also erstmal wird Harald jetzt noch ein paar Worte sagen zum Film und danach gibt es auch noch die Möglichkeit zur Diskussion. Ja, guten Abend. Ich gebe Ihnen eine kleine Einführung zu dem Film, also muss ich auch noch ein bisschen was sagen, weil dieser Film ist wirklich mein erster Film gewesen, den ich überhaupt gedreht habe. Der ist jetzt 30 Jahre im Grunde alt. Und ich bin inzwischen natürlich auch ein anderer und gucke den fast wie Sie. Und dieser Film hat eben eine Dramaturgie, die wirklich nicht so ist, wie man Filme gewohnt ist, in dem Sinne, dass sie eben Lyrik umsetzt und deswegen die ganze Dramaturgie von der Identifikation mit einer Figur und der Erwartungshaltung, was passiert als nächstes, hier völlig irrelevant ist. Und das Schöne ist, also ich habe mich eine Weile fast für diesen Film geschämt, weil er so hermetisch ist. Aber inzwischen mag ich ihn sehr gerne, weil er eben so radikal ist. Also gibt es keine Liebesdienerei am Publikum, sondern es ist wirklich, es werden dokumentarisch Wirklichkeitsmomente zusammengesetzt und mit diesen Hölderlin-Texten konfrontiert. Und man muss wirklich sagen, die Hölderlin-Fragmente, die hier umgesetzt sind, sind die er vor seinem Abtransport geschrieben hat in den letzten vier Jahren. Ich weiß nicht, inwiefern Hölderlin eben von seiner Genese her bekannt ist. Er hat eigentlich vier Jahre in sein Entwurfsheft einfach gearbeitet und also wurde ja gar nicht mehr publiziert. Und das sind eigentlich die großen Gedichte, wo auch die Frankfurter Ausgabe ja eben ansetzt, dass er Montage betrieben hat, ohne das zu wollen. Also Hölderlin hat mehrere Schichten auf ein Papier geschrieben, hat nicht für einen neuen Entwurf ein neues Papier genommen, sondern übereinander, sodass im Grunde die Essenz, was dann passiert ist, dass mehrere Textschichten
gleichzeitig das Gedicht sind, was für uns in der Moderne völlig normal ist, aber was 1800 nun gar nicht normal war. Und das war für mich als Filmemacher das Ding, warum ich da interessiert war. Weil ich habe mir gedacht, wie kann man jetzt das, was da in den Texten passiert, in Film inszenieren? Insofern ist es auch gar kein Film über Höllin, sondern eigentlich ein Film über die Sätze, die da stehen. Und diese Sätze sind so, dass sie objektiv einfach auch nicht verstehen können. Also sie werden jetzt einfach Deutsch hören, ohne es wirklich verstehen zu können. Und ich bin auch nicht, ist auch nicht meine Aufgabe, jetzt Höllin irgendwie ihnen zu erklären oder verständlich zu machen, sondern ich wollte wirklich dieses poetische Erlebnis und auch die Verfahrensweise von Höllin versuchen zu transportieren im Medium Film. Also ich bin eher ein Filmemacher, der sagt, ich will so, wie Höllin auf dem Papier mit seinen Worten dichtet, ich will mit Film so dichten. Das war der Ansatz, vor dem ich irgendwie stand. Und das Zweite war, dass natürlich diese Texte in diesem Pathos, wie kann man die nach dem Krieg und nach den Nazis und nach dem Missbrauch überhaupt laut sagen? Also ist dieser Film so der erste Schritt gewesen, deswegen sind es ja auch 4 Filme, weil man aus lauter verschiedenen Perspektiven versucht hat, diesen Höllin zu erobern oder umzusetzen. Ich musste erstmal durch diese Vergiftung der deutschen Sprache. Deswegen haben sie hier auch deutschen Propagandafilm von 1942 drin. Und der Krieg spielt eine Rolle und der Film ist auch irgendwie ziemlich finster in gewisser Hinsicht. Ein Trommelritual. Ich gebe Ihnen ein bisschen Proviant mit. Ich möchte Sie nicht so ganz in dieses Hermetische ohne Vorbereitung entlassen. Also es gibt ein Trommelritual, das ist in Kalanda gefilmt. Kalanda ist der Geburtsort von Bunuel, wo einfach die gesamte Dorfbevölkerung 24 Stunden lang auf solchen riesigen Pauken trommelt. Also das gehört auch sozusagen zur psychischen Grundausstattung von Bunuel, würde ich mal sagen, dieses Ritual. Es ist ganz interessant, wenn man das weiß, das muss man nicht wissen. Und der Film ist auch während der deutschen Vereinigung 89-90 gedreht und dann verwandelt sich das auch mit Bildern an der Mauer. Der ganze Text von Höllin ist zwischen 1802 und 1806 geschrieben. Und da gibt es eben so Zeilen drin, die auch sehr gut zu Corona jetzt passen übrigens. Hier sind wir in der Einsamkeit. Und drunten geht der Bruder, ein Esel auch, allbejahend dem braunen Schleier nach, von wegen des Spotts. Also die Texte sind 140 Jahre vor dem Faschismus geschrieben, aber wenn man sie heute hört und damit einen Film macht, entwickeln sie einfach ihre eigenen Dynamiken wieder, die ich hier nutze. Also ich behaupte nicht, dass Höllin da irgendwas wissen konnte, sondern die Texte selber generieren in ihrer Verfasstheit eben neue Bedeutungsebenen. Und insofern gucken Sie den Film nicht, dass Sie sagen, ich will jetzt verstehen, was der sagt. Beim Bearbeiten hat mich auch der Lichtbestimmer gefragt, warum wird denn das immer wiederholt? Also die Texte kommen immer wieder, nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du es verstanden hast, dann brauche ich es nicht mehr wiederholen. Hast du es verstanden? Sag, nee. Ja, also deswegen sind auch Wiederholungen. So, ich glaube, das reicht jetzt so als Einführung. Bisschen Proviant war das. Und der zweite Film ist dann eben der Schlussteil von der Trilogie, der dann ein richtiger Spielfilm ist, aber eben, wo ich also nicht mehr so roh wie jetzt in diesem ersten Film, dann wirklich die zweite Hälfte Höllins, zweite Lebenshälfte Höllins im Turm, alle sagen, Höllin war wahnsinnig, ja was war denn? Und das wollte ich eben rauskriegen und habe da die ganzen Dokumente, die es gibt, haben wir in Babelsberg den Höllin-Turm nachgebaut und haben da diese Zeit, die zweite Lebenshälfte, die sonst immer unter den Tisch fällt, rekonstruiert. So, genug Gebrabbel und viel Spaß jetzt mit Film. Ich versuch's mal mit den ersten, vielleicht mit einer ersten Frage. Du hattest am Anfang ja ein bisschen über die Textarbeit geredet und hast gesagt, dass es ja darum um die Texte an sich geht. Aber was in deinem Film natürlich auch eine sehr große Rolle spielt, ist die Musik. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen oder auch zu der Auswahl der Musik. Weil die hat ja so eigentlich fast einen ähnlich großen Part auch wie die Texte an sich. Ich fange vielleicht doch in einer anderen Ecke an, weil man muss ja sagen, das, was der Höllin da gemacht hat, diese 92 Seiten, sind im Grunde so eigentlich die Vorstufe von etwas, was der große Gesang oder das lyrische
ein Hauptwerk oder eines der großen Werke des 20. Jahrhunderts geworden wäre. So wie Duineser Elegien oder sowas. Und im Grunde ist das alles die Vorstufe, oder man kann dieses Werk sehen, aber es ist noch nicht da. Und was mir so aus der Entfernung gefällt, ist genau das, dass ich da irgendwie mit Instinkt versuche, das weiterzudichten. Und dass sich da irgendwas abzeichnet, was man aber gar nicht fassen kann. Also der entscheidende Satz in diesem Film ist doch vielleicht ganz verborgen, ist dieses, oh, wäre es möglich zu schonen, mein Vaterland. Dieser Satz ist so, also so irrsinnig, also irgendwie prophetisch ja auch, dass man denkt, was geht da eigentlich vor? Also wenn man das jetzt aus, ich sag ja mal, ich lese das aus der Gegenwart. Ich bin kein Höllin-Forscher, ich erkläre auch nicht Höllin, sondern ich versuche das, was diese Sachen in mir auslösen, weiter zu dichten mit dem Film. Und man kann den, ja, man kann es ja nicht verstehen in dem Sinne, irgendwie, wenn man den Film versucht rational zu verstehen, ist man im Grunde verloren. Also das wäre aber eher mal so meine Frage ans Publikum. Wie ist es denn Ihnen ergangen? Vielleicht, weil ich sehe auch gar nicht, ich meine, ich beantworte gerne also konkrete Sachfragen, aber jetzt irgendwie mir Komplimente zu machen oder jetzt Kritik zu äußern, mir als Autor, und dann muss ich das entkräften oder mich bedanken, bringt gar nichts, sondern was interessanter ist, ist irgendwie darüber nachzudenken, über das, was diese Texte jetzt vielleicht in Ihnen auslösen oder in mir oder was da drin ist. Vielleicht kann man das in dem Gespräch ein bisschen... Genau. Gibt es jemand, der möchte, also zu beschreiben, wie es ihm gegangen ist, also im Guten oder im Schlechten, wie Sie wollen. Ne? Bitte. Wie empfinden Sie denn die Trommeln? Also absolut gelungen, dass das, ich will nicht sagen völkische, aber das völkhaft archaische... Völkisch ist super. ...alles ins Auge und ins Ohr springt. Das ist super, natürlich. Und dass man am Schluss erleichtert ist, dass der Natur zuscht ja alles, deswegen kann man nicht genau immer kennen oder sich merken, worum es sich dabei handelt. So gepackt werde, dass ich versuche zu enträtseln und dann huscht schon wieder was anderes evokativ vorbei. Aber dass diese Figur am Schluss das Trommeln einstellt, so viel ich das noch huschend, vorbeihuschend erfasst habe. Und das ist auch schlüssig sozusagen von der ganzen an der Topoi entlang bewegenden Aussage. Ne? Dieses kann denn Schonung, ist denn Schonung möglich, dieses Volk, diese Volksgemeinschaft und so weiter und so weiter. So kam das rüber für mich ganz unmittelbar. Ja, ich habe immer auch manchmal, wenn man diese Trommel sieht, dann ist das so, als ob die auch jemand da totprügeln fast. Ne? Ja. Also als solche Assoziationen kommen, also kannst du jetzt mir kommen, ich guck's ja jetzt auf, sozusagen mit 30 Jahren Abstand, oder? Ja. Ja, ich kann ja auch noch mal was sagen. Also, was ich sehr gut fand, ist, dass Sie also die Editionspraxis praktisch der Frankfurter Ausgabe versucht haben, nachzuformen mit Tricktechniken. Sie wissen das ja, dass im Original diese Schriften dann teilweise ist das Bleistift, teilweise ist es geritzt mit der Hand, teilweise mit verschiedenen Tinten. Das ist ja etwas, was man sehr schön machen kann im Film, diese verschiedenen zeitlichen Ebenen aufzuzeigen. Was mich irritiert hat, ist, warum haben sie es dann in Schwarz-Weiß gelassen? Man hätte es ja farblich machen können, so wie es auch im Original ist, in den Folioheften. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und den fände ich eigentlich noch viel spannender, ist, sie haben ja das von, also diese Texte von verschiedenen Menschen lesen lassen. Da gibt es ja gewaltige Unterschiede. Mich wundert, dass Stroop das gemacht hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ich fand die Leistung von Samen recht gut. Ich fand das filmisch nicht so geschickt gemacht, dass er so in die Ferne guckt. Aber was ich gut fand, ist, dass sie ihm mehrere Möglichkeiten gegeben haben, das zu lesen.
Und das zeigt die Arbeit von Schauspielern mit Stimme einfach. Und genau das ist, glaube ich, auch im Sinne vom Folio-Heft, dass man sagen würde, schaut euch an, welche verschiedenen Ebenen es dort gibt, dass man das sozusagen stimmlich versucht einzuholen und eben nicht nur visuell und dann schwarz-weiß auch noch. Also diese verschiedenen Klangfärbungen etc., all das könnte man auffüllen. Vielleicht in den Stimmen ist es eben tatsächlich so, dass es ja, also ich habe angefangen, wirklich den Leuten das hinzuhalten, lesen sie doch mal. Also mit Winkel von Hart und anderen. Also die vier Filme sind ja auch so im Dialog miteinander. Also der eine Film erläutert sich durch den anderen und so weiter. So wie es auch viele Sachen in den Gedichten versteht man auch dadurch, dass man ein anderes Gedicht liest, nicht? Also da gibt es eine so, und das sind eben so Felder. Und wie gesagt, das war für mich auch, wie kann man das überhaupt sagen? Also der Same ist dann der gearbeitete Schauspieler, der Otto Sandler ist der Schauspieler, der es auch wie die Interviews in die Hand kriegt, aber ein geschulter Schauspieler ist, Straub ist Regisseur, improvisiert es auch, also mit Straub war auch der, hat gesagt, ich muss entweder ein Jahr arbeiten oder so, also bumm, und das hat er auch gemacht. Ne? Und auch die Methode, wie kann ich denn von dieser Großrezitation wegkommen, nicht? Wie wir immer bei Hölle die Namen, es ist immer grauenvoll. Sie stellt sich einer hin und hast so die Behauptung, ich verstehe alles und ich transportiere euch das. Und da sagt der Text immer nur, tja, mach das ruhig, aber mit mir hast du nichts zu tun. Also das ganze Lesen, die ganzen vier Filme sind irgendwie ein Versuch, wie kann man es überhaupt lesen, nicht? Oder sprechen lassen, laut. Ja. Also mit Schwarz-Weiß ist jetzt eine Sachinformation, aber natürlich sind das kleine Budgets. Und ich habe den Film gemacht dabei in Hollywood und dann bin ich so ein Firma gegangen, haben gesagt, das ist $30.000, dann ist das in zwei Wochen gemacht. Aber da ich den nicht hatte, habe ich an den Schriften ja gesessen und die müssen alle rückwärts gemacht werden, um die Tricktechnik zu machen. Und wenn sie es in Farbe gemacht hätten, hätten sie irrsinnige Probleme, das zu animieren überhaupt. Also das ist alles per Hand animiert und wenn sie das noch farbig, Bleistift von links, insofern war die einfach die Entscheidung auf diese abstrakte Stufe. Und es ist ja eben immer so, dass man den wirklichen Textbestand, soweit man von wirklich sprechen kann, erstmal als Folie geliefert kriegt und dann mein weiter assoziieren. Ne? Insofern geht es immer zum Basistext zurück. Und im Gegensatz zu Sattler habe ich ja nicht die einfache Dings, dass ich sage, das ist jetzt Stufe 1, das ist Stufe 2, das kann man an der Text- und Fehlersache, sondern ich muss ja auch sagen, wenn er sagt, mit ihnen, also denn sinnlicher sind Menschen, lichttrunken, und der Gelehrten halt, weiß nicht, ob der das zuerst geschrieben hat oder das. Und dann muss ich ja immer noch eine weitere Entscheidungsebene einziehen, als was in der Textedition, was man machen konnte. Weil man kann die Reihenfolge ist nicht so klar. Also musste man auch das immer. Ja. Gut, aber vielleicht nochmal zurück zu Ihren Assoziationen. Ich meine, was kommt denn da eigentlich raus bei dem Film? Also ich habe ja verschiedene Publikums gehabt damals, als ich den Film und dann habe ich mit germanistischen Seminaren und so weiter und dann habe ich wirklich die Frage gestellt, an was denken Sie denn, wenn Sie Knochenberg hören? Die haben an nichts gedacht. Also es ist ja für viele Menschen auch einfach völlig, völlig hermetisch und sie sind einfach hilflos. Und man muss eben so poetisch denken und die ganzen Bedeutungsfelder, die einem hochkommen, auch zulassen und dann fängt man an, das zu sehen. Und das ist so die Leistung von mir, das kann man ja sonst im Kino kaum machen, weil es wird gar nicht gefördert oder gar nicht zugelassen, nicht sowas. Ja. Naja, und so eben dann mit dem Ossa, nicht? Also vielleicht ist der Gesang wirklich der Bösort, weil unsere Sprache ist so vergiftet durch unsere Geschichte. Und dann, so wie Hölderlin noch mit diesem Pathos zu sprechen, weil diese ganzen, wie soll man sagen, das sind ja pausenlose Irritationen in dem Film. Also ich würde mir das heute ja vielleicht gar nicht mehr trauen, so. Ne? Also das sind immer die Zeit, also die Zeit wird so extrem gedehnt oder die Zeit wird gestaucht. Also nehmen Sie den Berg oder nehmen Sie auf der See oder Gestauchung ist dann Jean-Marie Straub mit dem Vatikan und Frankfurt. Sie haben die B-Ebene vielleicht erkannt. Also Frankfurt ist der Nabel dieser Erde natürlich wegen Suzette Gonta. Der Gestalt, die Abdruck ist der Natur. Es sind ja dauernd Sachen, die einen völlig irritieren. Nicht? Also ich nehme es jedenfalls so wahr, jetzt aus der, vielleicht irritiert sie ja gar nicht. Also deswegen bin ich an ihren Reaktionen immer auch interessiert. Ja. Oder außer wollte ich sagen, der Bluesort, der Knochenberg ist natürlich auch der Berg in der Titanenmythologie, nicht? Also wo Ossa und Olymp übereinander
Also Hölderlin hat mit den Titanen gekämpft, dass er eben sagt, die Göttergeneration, die vor den Olympia waren, also vor der eingerichteten Ordnung, die muss jetzt wieder hochkommen und diese Schlacht beginnt wieder und solche Sachen sind ja alle in der Höhle, kann kein Mensch verstehen, nicht? Und dann streicht er das auch sehr durch, sagen, wo Gesang nennest du ihn den Boost von Deutschland und solche Sachen. Okay. Aber das sind eben, das kann man ja nicht jetzt als Interpret irgendwie anfangen zu kommentieren und den Leuten versuchen, Hölderlin verständlich zu machen. So, man muss den Film eben in einer anderen als in einer rationalen Verstehhaltung gucken. Ne? Das ist, das muss, weiß ich nicht, sagen Sie es mir. Bitte. Ich glaube, naja, wird vielleicht. Das ist auch desinfiziert. Muss ich irgendwo drücken? Oder? Nein, das schon an. Also ich bin natürlich absoluter Laie und filmtechnisch kann ich überhaupt nichts sagen. Aber vielleicht so allgemein, zwischen den Zeilen lesend, muss ich sagen, es sind viele philosophische Erkenntnisse und ganz einfach Weisheiten zu erkennen. Ich glaube, das ist, soll vielleicht auch der Sinn des Filmes sein. Ich weiß es nicht, was der Sinn des Filmes ist. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Dankeschön, ja. Also mit der Musik hast du gefragt. Sorry, das war ich. Natürlich ist das so eine Sache, also am Anfang ist ja eigentlich nur Musik. Der Film fängt ja mit Musik an und mit diesem Drehen, was einen auch schon aus dem... ist natürlich auch ein Zitat von Straub, also früh zu spät gibt es die Bastille, wo irgendwie auch eine drumherum gefahren wird und eben gesagt wird, das Bürgertum hat alles vernichtet in 50 Jahren, was irgendwie andere Generationen 500 Jahre gebraucht haben und so weiter. Aber natürlich ist die Musik so mein Generator, diese gleich, also Anfang ist ja was anderes, da geht es ja auch noch nicht mit Hölderlin, aber den Hölderlin mit Musik zu konfrontieren, heißt ja auch immer, dass Hölderlin selber ja schon Musik ist. Also diese Sprache ist ja schon als Musik gebaut, gefühlt oder komponiert und die mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Musik zu konfrontieren, heißt im Grunde auch zwei Takte zu konfrontieren. Und es gibt auch Leute, die sagen, furchtbar, lass die Musik doch weg, stört nur. Aber ich sehe es immer so, dass durch diesen Aufprall von zwei Medien dann irgendwie was frei wird, was sonst nicht frei werden könnte. Also etwas, was man auf anderen Wege mit Literaturanalyse oder so ja alles machen kann. Aber da wird, wenn die Takte wirklich aufeinander irgendwie was bilden, wird was frei, was eben ohne Musik nicht geht. Deswegen sind verschiedene, ganz verschiedene heterogene Sachen da irgendwie auch eingesetzt. Ja. Ja. So vielleicht. Deine Frage beantwortet. Also Sie werden im folgenden Film es ganz anders erleben, weil das eben als Spielfilm auch gebaut ist. Aber auch immer der Hölderlin hat eben eine Dichtungstheorie, das ist in dem Passion Hölderlin in dem Teil 4 eben ausgeführt, dass er wirklich das nach Tönen geordnet hat. Es gibt irgendwie drei Töne, die dann auch den Gattungen entsprechen, also Lyrik und Erzählung und Drama. Die aber im Gedicht alle verarbeitet werden. Also in Hölderlins Dichtungstheorie geht es auch schon die ganze Zeit um Montage und Heterogenes miteinander zu kombinieren und da bestimmte Akzente zu setzen. Und es gibt richtig gehend Tabellen zu den ganzen Gedichten. Ne? Weil man denkt immer so, das ist so, fließt so raus oder so. Aber natürlich sehr gebaut. Und das habe ich eben auch in diesen Montageprozessen auch immer versucht heranzuziehen. Also es würde jetzt zu weit führen, das ist auch äußerst kompliziert zu erklären. Ja. Aber das vielleicht auch als Hinweis. Und in dem folgenden Film Scardanelli gibt es dann eben wirklich auch drei Bildebenen. Also der ist viel konstruierter und 10 Jahre später, das ist ja sozusagen der erste Annäherung gewesen. Ja. Gut, vielleicht habe ich doch auch genug gebrabbelt wieder, also vorher und nachher und den Film spricht ja auch schon genug. Aber ich bin immer auf Ihre Reaktionen gespannt, also wie das wahrgenommen wird. Das ist ja jetzt aus der Entfernung irgendwie auch sehr interessant. Das können ja auch Komplimente sein, das können ja auch Irritationen sein. Oder
Was mir quasi oder beim Schauen aufgefallen ist, vielleicht hat es jetzt gar nicht so viel mit der Konstruktion vom Film selber zu tun, aber dadurch, dass er so verschiedene Orte nacheinander abklappert, quasi, ist es auch so ein bisschen wie so eine Art Reiseimpression auch. Und dadurch, dass es auch viel, also einerseits natürlich um Stillstand durch stille Bilder, aber eben auch durch viel Bewegung, Kamerafahrten, Schnittbewegungen, geht es auch wirklich um so eine kontinuierliche Bewegung in dem Film. Und würde mich interessieren, ob das auch quasi jetzt einfach nur dem Umstand des Drehens quasi, dass man herumgereist ist und eben Bilder gesammelt hat, oder ob das auch wirklich diese Reisebewegung irgendwie nochmal eine besondere Idee quasi mit Hölderlin in Verbindung gebracht wurde, oder? Ja, der Ansatz ist ja tatsächlich einfach dokumentarisch zu drehen und dokumentarisches Material heranzuziehen und das zu weiterzuführen. Aber das ist eben immer auf die Gedichte bezogen, dass eben, wie gesagt, das Zentrum ist der Vatikan, also dieser Entwurf der Vatikan. Und der ganze Film sind eben alles Variationen. Das erste, wo gekreist wird, ist der Lateran, was der Vatikan früher war, also bevor der Petersdom gebaut wurde. Und die ganze Fahrt endet dann ja beim Vatikan als Ziel, also bei dieser Silhouette, bevor dieses, wie soll man sagen, Fernsehrauschen kommt. Genauso ist dieses Tal, was man da sieht mit dem Interview, wo er sagt, deutsche Soldaten, Klo-Kalkschichten und so weiter, oder wo er auch sagt, was soll das Ganze, nicht? Dieser Interview ist der Gotthard. Also Gotthard spielt eben oben wohl auf Monte, wohl auch seitwärts, Richard auf dem Gotthard. Es sind immer Namen, Orte, die bei Hölling genannt werden. Der Berg ist der Athos, das ist ein Gedicht, was ich nicht weiterverarbeitet habe, kommt da auch vor. Also ist im Grunde der einzige Ort in Griechenland. Griechenland spielt in der Trilogie dann noch eine große Rolle, also als Bildmaterial. Insofern sind es immer Gedicht, also oder Worte aus den Gedichten, die ich dann als Ort aufgesucht habe. Klar, und das Zentrum war Rom, wegen diesem Vatikan-Grundmotiv. Ja. Ja. Vielleicht noch so eine ganz profane Frage, weil ja Straub auch, also nicht nur quasi persönlich vorkommt, aber eben auch quasi zu früh, zu spät Zitat oder auch Geschichtsunterricht ist ja irgendwie, musste ich auch dran denken, ob das irgendwie diese Videopassagen quasi irgendwie vielleicht sogar aus dem Film sind, weil ich es nicht mehr ganz präsent hatte, ob es quasi jetzt diese ist, aber auch quasi mit dieser Art, mit Landschaft oder mit dem, was in der Landschaft vielleicht zurückbleibt von Worten. Und dann vielleicht noch diese ganz profane Frage, wie das quasi dazu gekommen ist, dass er in dem Film erscheint. Und ich glaube, du hast ja auch später noch einen Film über ihn und seine Arbeit an dem Cézanne-Film gemacht. Wie das vielleicht könntest du darüber noch ein bisschen was erzählen. Na, ich habe Straub kennengelernt dadurch, dass er mich eigentlich in Rom gebeten hat. Ich habe ihn mal besucht, dass er diese Empedokles-Schnitte machen wollte. Und ich habe damals in Hamburg gelebt und habe dann in Hamburg dieses erste Seminar, wo er Empedokles schneidet, dann für ihn organisiert. Und dadurch waren wir dann so befreundet, dass ich ihn gefragt habe, willst du nicht auch für mich Hölderlin lesen? Und dann haben wir das vor seinem Haus in Rom irgendwie gedreht. Und natürlich stand ich unter Straub-Einfluss, auch während ich diesen Film gemacht habe. Also solche Sachen wie mit dem Berg oder so sind natürlich irgendwie pur Straub. Und wobei ich dann eben das auch wieder sabotiert habe. Also wenn man Straub mit Videospiel quergeschnitten, ist schon ziemlich Sakrileg oder so. Aber also ich mache das auch nicht aus Rebellentum oder so, sondern es hat sich im Filmmaterial so ergeben und hat mir auch gezeigt, habe ich. Nein, er war okay. Ja. Aber das war einfach eine Freundschaft und er hat mir das geschenkt und also als seinen Beitrag. Und aber klar, den Straub-Einfluss spürt man in dem Film, denke ich mal. In anderen Filmen ist das dann wieder anders, ja. Ja, vielleicht noch, die Trilogie hat also eben noch, die Trilogie besteht aus 4 Teilen, weil es eben 3 Tragödien oder 3 ernste Filme gibt und es gibt eben einen vierten, der danach hat mich das Fernsehen gefragt oder Arte, mach mal bitte einen Film und erklär uns, was an Hölderlin wichtig dir ist und anderen Leuten, warum beschäftigen sie sich ihr Leben damit. Und das ist dann für mich sozusagen, wenn man diese antike Tradition der Tragödien sieht, gab es ja mal ein Satyrspiel, wenn man die Tragödien durchgespielt hat, dann hat man in der Nacht eben noch ein 4. Stück gemacht. Und deswegen, also 4 Teile für die Trilogie. Und wie gesagt, also Passion Hölderlin sind sozusagen die ganzen Antworten und die ganzen Forscher, oder wo man noch Hintergrundmaterial kriegt. Hölderlin Comics ist die Zeit, bis er dann abtransportiert wird. Und was Sie jetzt sehen werden, ist Gallinelli dann im Grunde der Schluss, wo er ja auch stirbt, ja. Ja.
Ja, bitte. Unbedarft gibt es nicht. Sichtbar ist für ihn. Diese Frage in so einem europäischen, auf so einem europäischen Terrain, sozusagen das Reise an die europäische, wie kann das ihn im Rahmen dieser europäischen Tradition von seinen Griechen gelöst werden? Das kommt ganz schlüssig an diesen Topoi rüber. Das war mein Eindruck. Ich wollte nur noch mal sagen, ja. Nee, das macht mich glücklich, was Sie sagen. Es wäre eben schrecklich, wenn der Film nur für Höllin-Spezialisten oder Historiker oder so wäre, sondern ich denke, man muss einfach offen dafür sein, wenn man mit diesem kontrollierten Verstehensbegriff rangeht. Man muss, dann hat man keine Chance, sondern man muss einfach, es wäre ja schön, wenn Menschen, die gar nicht der Historische oder irgendetwas haben, es auch schätzen können. Man muss eben nur sozusagen gewissermaßen poetisch denken. Und poetisch, es geht eben um Gedichte, und Gedichte sind was anderes als Erzählung. Also dieses, auch der Kinobegriff ist, das Kino ist ja heute entweder dokumentarisch oder Erzählung, und das ist eben das dritte Genre, was wir seit 2500 Jahren zumindest speziell irgendwie haben, was im Kino eine eigene Form sein sollte. Deswegen ja, also es gibt nicht Erwartungshaltung. Also ich finde auch das Höllin-Bild heute, was jetzt so 250 Jahre so transportiert wird in den ganzen Sachen, ist, finde ich, ziemlich eng, dass es immer mit diesem Biografischen aufgeladen ist. Für mich ist das so eklig konzergehaft, wird dann immer irgendwie die Diotima oder Suzette Gontar, und es wird über solche Sachen eine Person konstruiert, die man dann sozusagen so erzählerisch sich vorstellen soll, während eben Lyrik oder das, der Höllin hat ja alles, was er hatte, da reingeschmissen und zu Text gemacht. Und ich finde, das sollte man feiern, wenn, also die Texte von ihm und was da passiert, das ist ja das Grandiose. Und ich finde, dass, also in Hollywood, als ich da ein Jahr war, hat sie ja gesagt, hat man mir immer beibringen wollen, wenn du einen Film über einen Künstler machst, dann zeig um Gottes Willen nicht das Werk, sondern das deutest du nur an oder machst so, lässt du Leute sagen, dass es ganz großartig ist und so weiter, dann ist das schon genug, weil wir wollen diese Erzählung ja machen. Und ich habe immer gesagt, ich will genau das Gegenteil. Wenn ich über Höllin was mache, dann will ich ja seine Texte im Kino irgendwie erlebbar machen. Und das war sozusagen die Ansage. Und tja. Und damit hat man es halt eben auch ziemlich schwer gehabt, muss ich sagen. Also ja. Deswegen freue ich mich, dass Sie gekommen sind und das sehen konnten. Und
offensichtlich auch nicht ganz schlecht finden. Natascha? Wir machen ja kurze Pause. Wir müssen nämlich dann noch einen kurzen Test machen und dann geht es gleich weiter. Dann. Okay.